Wie so? Seid ihr schon da, Alter? Digga, ich schlag dir die Zähne aus, der muss Sammy. Jetzt funktionieren. Auf euch, Bruder, Digga! Auf euch! Wird gefeiert! Icke kommt gerade und sagt, ich hab einen Special Gast mitgebracht. So, da kommt einfach noch Sami 2.0, der Fußball-Sami. Der echte Sami. Der echte Sami, Sami Khedira. Da draußen der echte Sami, hier der falsche Sami. Ja, echt. Kommt einfach Sami rein, Ick ist am Start. Oh yeah. Wir haben 10.000 Leute fast am Start. Bitte, geht alle mit einem zweiten Device jetzt mal auf diese Seite. Damit hilft ihr uns. Bitte, geht einfach mal alle mit eurem Handy oder Computer, iPad. Leute. Leute, ich hab gerade noch mit unserem IT-Spezialisten gesprochen. Er hat mir gesagt, wir haben 7000 Leute im Stream. Er hat gesagt, also bei 7000 macht er sich überhaupt gar keinen Kopf. Oh oh, Sami, die Seite wird langsam warm, die sind alle auf der Seite. Ich kann nichts machen. Wer sagt? Sami! Was ist jetzt? Die los? Seite ist schon down, Alter, was ist los? Was? Alter? Habt ihr unsere Seite? Ich bin die Seite ist down. Auf euch, Romantiker. Heute war Off-Day. Wir waren im Minicamp die letzten 3 Tage. Und ich trainiere aber natürlich auch an Off-Days weiter. Und bin jetzt hier vor einem Merch-Drop. Hey. Erzähl doch mal, du hast ja jetzt tausende Interviews gegeben. Du bist ja jetzt schon der Medien-Superstar. Erzähl mal so ein bisschen, nicht unbedingt was passiert ist, aber wie so deine emotionale Verfassung ist, nachdem man von... Oh, ich mach mal ein Tryout oder so ein Combine mit bei Stuttgart zu. Ich spiele eine Saison European League of Football. Auf einmal gehe ich ins IPP-Programm und auf einmal reden alle über Marcel Dabo. Was ist so die letzten Wochen bei dir passiert? Gerade jetzt, wo du wieder hier zu Hause bist. Letzte Woche ist extrem, extrem viel passiert. Ist auch extrem stressig auch. Aber im Prinzip, ich probiere alles nicht so wirklich an mich rankommen zu lassen, weil... Das ist alles nur Distraction, und sobald man sein Training nicht mehr im Griff hat, sobald man nicht mehr wirklich trainieren kann und sich mehr auf Media fokussiert, dann ist halt scheiße, dann wird man eher schlechter anstatt besser. Wen hast du da alles schon gesehen bei den OTAs und in den Minicamps? War Aaron schon da? Ja, Aaron war letzte Woche am Donnerstag da und er ist kurz reingekommen, hat dann halt, man darf ja jeden Dienstag und Donnerstag mit den Receivers und so werfen, also war er dann da. Hat sich bekannt gemacht mit uns und so, also war eine gute Sache, aber ja, sind eigentlich relativ viele schon dort, also ja, wir warten halt jetzt ab mit dem Draft und so, und nächste Woche geht dann die zweite Phase los, wo man dann auf dem Trainingsfeld mit den Coaches machen kann. Da kommen dann mehr und mehr Leute wieder zurück dafür. Ich bin ja gerade komplett in der Vorbereitung. Ich habe mir dieses Jahr gesagt, oder nachdem ich alle meine Bänder in meinem Fuß gerissen hatte letztes Jahr, habe ich gesagt, ey, so kann ich nicht hier rausgehen. Einer geht noch, und dann jetzt habe ich eine komplette NFL Offseason gemacht. Mit meinen NFL-Jungs hier komplett durchtrainiert. Relativ fit fühle ich mich. Und ich freue mich schon, weil es geht ja auch bald nach Hamburg. Jetzt erzähl doch mal, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Ah, gut. Also körperlich geht's mir eigentlich echt richtig gut. So, was habe ich 5 Spiele mitgenommen? Es ist nicht zu anstrengend gewesen, also so geht's mir echt gut. Sami. Sami! Digga, weißt du, wie spät es ist? Ja, wir müssen losfahren. Guten Morgen, lieber Mann, Digga. Ihr habt unseren Online-Shop zerstört. Jetzt nehmen wir euch mal mit on the road. Wir wollten euch mal den Grind unserer Football-Bromance-Formate ein bisschen präsentieren. Der liebe Tim, der fährt mit mir jetzt von München nach Wien zu den Vienna Vikings. Sami on the road beginnt jetzt. Jetzt sind wir im Auto auf dem Weg nach Wien. Der gute Tim Winter ist jetzt mal vor der Kamera, auch wenn ich weiß, dass er das nicht so mag. Ey, 4 Stunden Fahrt ab nach Wien zu den Vienna Vikings. Stream heute, Sami on the Road Preseason Special. Guten Tag, Sami. Du bist hier in einem Vlog. Sag mal hallo zu Football Bromance. Gestern noch im Stream, jetzt heute im Termin. So, machen wir Cut hier, ist Businessgespräch.
ist hier der Eingang überhaupt? Mein Name ist Kiki Klepsch. Ich bin bei der Wiener Vikings Franchise für PR und Medien verantwortlich. Ich freue mich sehr und darf im Namen des Teams der Franchise heute den Sami und den Team begrüßen. Kennt ihr das, wenn ihr neu auf einer Party seid und ihr wisst nicht so richtig, was ihr machen sollt? Alle Leute gucken dich an, aber eigentlich müsste ich ja jetzt hingehen und mich vorstellen. Aber wir haben ja hier auch mehrere tausend Romantiker im Stream. Ich bin ein bisschen nervös. Oh, jetzt kommt die Umkleide. Das ist schon geil hier, muss man sagen. So, it's been quite a transition from Germany to Austria. Why Vienna? Why Vienna? I mean, you know, they started talking to me after the championship game last year, and it instantly clicked, you know? Like, I talked to Coach Kostler, the wide receiver coach, and Kiki, who's kind of the one pulling all the strings behind the scenes. It felt like the right place to be. I feel it's an amazing organization. They've been doing this for so many years, and you can tell it's a very professional program, and it felt like the best place I could pick for keep growing my career and like just furthering more and more in the ELF. And when I learned that they were taking this step into the new league, I felt this where I was meant to be. How does the team look like? Is it a completely new team or are you building from? Absolutely a new team. It's we have the foundation of the Vikings, but really the Vikings player, if you look at our roster, we have 24 holdovers from last year's team. So over half the team is new players coming in. We've got Gross Giants players, we have Danny Dragons players, we have Rangers, we have guys from Salzburg, and then obviously the 12 imports that we're bringing in from Spain, Finland, Sweden. Wir sind am Wiener Hauptbahnhof angekommen und jetzt werden wir von unseren Vikings-Jungs zu einem echten Wiener Würstelstand entführt. Weil sie wissen ja, bei uns Bromantikern geht die Liebe durch den Magen. Go, Käsekreide nach Hause. Dann ist es vorbei. Das ist richtig geil. Das ist eine 10, Digga. Das ist eine 10. Das ist eine 10. Wir hatten schon lange keine 10 mehr. Das ist eine 10. Das ist eine 10. Diskutiere ich auch nicht rum. Das ist eine 10. Oh. Du kannst verboten essen. Du liebst die Waldviertler, die du hier hast. Hier. Er ist vom Boden, ey, er ist vom Boden. Keine 10-Sekunden-Regel. Das kannst du hier machen. Bei uns in Wien macht das jeder. Er hat vom Boden eine Wurst gegessen, ey. Das kannst du hier machen. Und ganz ehrlich? Das mache ich in Berlin. Das mache ich nicht in Berlin. Du hast gewonnen. Was geht gerade in deinem Kopf vor? Ich hoffe, wir sind nicht underdressed. Ich bin safe underdressed. Tim ist todes underdressed. So, ich hab die beste Sorte. Also auf dem Menü steht eine Grieß-Nockerl-Suppe, als Hauptspeise gekochter Tafelspitz, Röstkartoffeln, Rahmfisolen, Apfelkern, Schnittlauchsoße, Wurzelgemüse und als Nachspeise Apfelstrudel und lecker. Habe ich schon erwähnt, dass ich meine Hose aufmachen muss, aber mich nicht traue. Dein wievielter Tag war, ne? Mein vierter. Ich liebe das. So, Tag 1 bei den Vienna Vikings ist vorbei. War ein langer Tag. Morgen um 9 geht es schon wieder weiter, live auf Twitch. Gute Nacht. Guten Morgen, liebe Bromantiker. Tag 2, ja. Tag, hab schon die Zeit verloren. Und Zeit vergessen. Tag 2 bei den Vienna Vikings. Ab 9 Uhr beginnt der Stream. Wir fahren jetzt mit Tim im Auto dahin. Sollen nur 15 Minuten sein. Und dann gehen wir auf die, ich habe gehört,
extrem knusprigen Trainingsfacilities der Vienna Vikings. Und ihr erstes Teamtraining. Wir sind gerade live gegangen, Punkt 9 Uhr. Es ist mir immer sehr wichtig, pünktlich zu sein. Klappt in 99,9% der Fälle, aber manchmal kommt man an einer Location an und dann muss man sich erstmal orientieren und dann schafft man nicht auf Stream starten, um Punkt 9 zu drücken oder um Punkt 11 bei der European League of Football. Aber jetzt haben wir es geschafft und jetzt warte ich auf die ersten Bromantiker und da sind schon 171 Bromantiker um Punkt 9 Uhr am Start. Ich kann euch eine Sache sagen, die Trainingsfacilities der Vienna Vikings sind mal richtig knusprig. The hate won't be relevant. The second of losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. The hate when you elevate, elevate, elevate. This is my practice facility. Elevate, elevate, yeah. The hate when you elevate, elevate, elevate. The hate when you elevate. Es wird noch knuspriger. Ali hat hier den Score. Und der scored. Aber war richtig. Was ist denn die Geschichte des Scores? Wir haben angefangen zuerst mit dieser Hütte da draußen. Mit ein paar Metallsessel und so weiter. Und dann haben wir dann diese Container leer bekommen, diese Bürocontainer. Und ich habe so gemacht, dass die Leute, wenn sie reinkommen, sitzen, so wie zu Hause sich fühlen. Ein bisschen gemütlich ist, alle Helme hängen da von verschiedenen Teams, von Bildern und so weiter, dass sie, wenn sie da sind, dass sie sich wirklich gut fühlen. Ali, das ist Björn Werner. Hallo, servus. Ich schaue dich immer beim Ryan immer mit dem Coach Azuma. Ich freue mich, es ist eine Ehre. How are you doing? Doing good, man. So excited. It's finally the kickoff of the ELF season. I'm in the big leagues. Tony don't miss me. Ballin' like Houston. Ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it, peeling off at the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and a rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it on. Hier, guck mal, Football Bromance TV, live auf Twitch. Geht mal rauf auf unsere Twitch-Seite, lasst ein Abo da. Okay, we got a long ways to go, but each step that you guys take, every day that you guys come out, right, make it a championship rep. Okay, one day at a time, one practice at a time, one week at a time, we'll get there. Ich glaube, das ist ein schönes Ende mit der Ansage des Head Coaches der Vienna Vikings. We still got long ways to go. In diesem Sinne, tschö mit euch. So, Sami, was passiert hier? Im besten Wiener Schnitzelladen haben wir keinen Platz mehr gekriegt und ich habe richtig Hunger, ey. Wir wollten eigentlich ein Original Wiener Schnitzel essen, aber das tun wir natürlich nur im besten Hause. Also sind wir jetzt bei einer Pizzeria gelandet, weil die Schlange so lange war. Naja, was soll's. Die ist ganz geil. So, zwei große Stücke Pizza inhaliert, Werner-Style. Jetzt ab zum Auto und 7,5 Stunden nach Berlin. Ich übernehme jetzt das Steuer, Leute. Ich bin ehrlich, ich bin kein guter Autofahrer. Deswegen fahre ich jetzt in Österreich bzw. in Tschechien, wo man nur 130 fahren darf. Und Tim übernimmt dann wieder, wenn man richtig schnell fahren darf. Insofern, let's go. So, noch 4 Stunden von Berlin entfernt. Juhu! So, liebe Romantiker, 7,5 Stunden Autofahrt von Wien nach Berlin sind hinter uns. Wir sind gut angekommen. Jetzt erstmal eine ordentliche Wurst. Die esse ich aber nicht vom Boden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.